war nur 5 Minuten weg. Dabei fing alles ganz harmlos an. Bist du dir sicher, Orangella? Absolut. Mein Vater verwendet diesen Momentum-Mixer bei jedem Bärenblütenfest mal für seine dickflüssige Soße. Er sollte auch dir gute Dienste leisten. Erdbeerschaum. Ich brauche eine große Portion für Honigmelonsobes Geburtstag. Oh, ich muss noch ein paar Erdbeeren besorgen, aber ich bin in 5 Minuten zurück. Überlass das mir. Du bekommst perfekten Schaum und ich bekomme ein tolles Workout. Klopf mir einfach auf die Schulter, wenn du zurückkommst. Ich werde voll bei der Sache sein. Sie haben den Mülleimer verfehlt. Oh, hab ich? Keine Sorge. Ich schmeiß sie weg. Oh, spitze. Danke, Nachbarin. Grapefruit, kann ich dich für meine neue Super-Papaya-Eistüte begeistern? Papaya-Eis und eine ganze Menge Feuerwerksflocken. Mein Knüller. Umsonst? Warum? Das Universum hat gesagt, dass du es haben sollst. Ich präsentiere den Fruchtvergrößerer. Stell dir mal vor, wie viele köstliche Drinks wir damit bekommen können. Bist du sicher, dass er nicht, Es gibt nur einen Weg, das rauszufinden. Wow! Darf ich mal probieren? Klar, aber schalte ihn nicht auf Schrumpfen. Das ist noch in der Testphase. Ich hol mal mein Werkzeug. Woher hast du die Eistüte? Von Bonnie, sie hat sie mir geschenkt. Nichte, wie oft soll ich es dir noch sagen? Wir unterstützen keine lokalen Geschäfte. Selbst wenn es umsonst ist. Vergrößert in 5, 4, 3, 2, 1. Wow. Der Schaum lebt! Wisst ihr, was ich meine? 5 Minuten. Sag Hallo zu meinem Schrumpfstrahl. Pass auf. Hallo. Ist irgendetwas Interessantes passiert, während du voll bei der Sache warst? Ich hab nur den Schaum verquirlt. Feuerwerksflocken, Vergrößerungspistole und die Bananenschale. Bananenschale? Wo ist der violette Tortenmann? Oh, bitte. Ich habe nichts damit zu tun. Die Schrumpffunktion funktioniert. Treffer! Ich verlange, dass ich wieder zu meiner normalen Tortenmanngröße zurückkehre. Oh, okay. Aber wir sollten vielleicht zuerst aufräumen, oder? Oh, wie könnt ihr es wagen? Damit kommt ihr niemals durch! Sobald ich nicht mehr in Streuselgröße bin, wird abgerechnet! Hey, hey, Orangella, bereit zu... Was? Ist alles in Ordnung? Ich kann nicht glauben, was gerade in die spannenden Geschichten von Mandarine Smash passiert ist. Oh, es ist unglaublich! Was ist so lustig? Es ist süß, wie sehr du dich darauf einlässt. Ich meine, es ist nur ein Comicheft. Nur ein Comicheft? Mandarine Smash und ihre Freundin Guave Girl haben mich mein Leben lang inspiriert. Sie sind auf jeden Fall bunt. Ich glaube, ich verstehe es einfach nicht. Eine Superbeere zu sein bedeutet, dass du etwas bewirken kannst. Die Welt zu einem besseren Ort machen. Nun, unsere Welt wird ein besserer Ort sein, wenn wir diese Aufgaben erledigt haben. Habe ich recht? Klar. Was gibt es Besseres, als Aufgaben zu erledigen? Noch so ein Tag. Alles ist gleich. Schon okay, man muss da durch. Wie schön wär's, wenn mein Leben anders wär. Etwas Besonderes sein, das wünsch ich mir.
Der Superbeere, stark, genial und mutig. Ja, ich. Ne Superbeere, deren Kräfte wachsen. Ich fliege hoch, der Himmel so weit. Ich scheine hell, Welt macht dich bereit. Welch nur eine Superbeere. Bin auf dem Weg, schlichte den Streit. Rette den Tag, gewinn den Kampf. Stell dir nur vor, wie toll mein Leben. Flieg ich wie ein Blitz. Hey, alle Bären, seht mich an. Ich würd perfekt als Superheldin sein. Wär ich nur ne Superbeere, stark, genial und mutig. Ja, ich ne Superbeere, deren Kräfte wachsen. Ich fliege hoch, der Himmel so weit. Ich scheine hell, Welt macht dich bereit. Wär ich nur größte Heldin weit und breit. Sie steht hier direkt vor mir. Schaut dich nur um und insgeheim. Ja, du bist schon die Heldin ganz tief in dir drin. All die Dinge, die du tust, jeden Tag, wie du dein Bestes versuchst. Wohin du auch gehst, was du auch erlebst, die Heldin, das bist du. Ja, ich bin ne Superbeere, stark, genial und mutig. Ja, ich bin ne Superbeere, ich kann alles machen. Rette den Tag, kein Ziel zu weit. Welt sei bereit, denn ich bin nun so weit. Ich bin die Superbeere. Emily? Was machst du da? Ich hab's kapiert. Ich sage immer, dass ich die Welt zu einem besseren Ort backen möchte. Mandarine Smash und Guave Girl machen das Gleiche. Nur mit mehr Schlägen. Und weniger Gebäck. Also, magst du Comics jetzt? Nun, meine beste Freundin sagt, dass Comics sie zu dem gemacht haben, was sie ist. Und sie ist ziemlich super. Ich wollte schon immer eine Partnerin haben. Ich bin jederzeit dein Guave Girl. Oh, ein Haustier zu sein und sich um nichts auf der Welt kümmern zu müssen. Aber hey, eine fleißige Beere zu sein ist eine gute Sache. Alle Beeren lieben das berühmte Donut-Rezept von Oma Erdbeermarmelade mit dreierlei Beeren-Gelee. Danke, Oma Erdbeermarmelade. Ohne deine Rezeptkarte wäre ich verloren. Aha! Ohne diese Rezeptkarte wäre Emily Erdbeer verloren. Ich muss sie klauen. Oder, da du ein Bäcker bist, könntest du mit mir zusammen etwas backen? Sobald ich Rotznäschen in eine Spirale der Selbstzweifel stürze, werde ich etwas Besseres backen, als sie sich jemals erträumen kann. Grapefruit, du als meine Assistentin, hilf mir, diese Karte zu stehlen. Das verdient Emily nicht. Oh, selbst nachdem sie gestern nicht zu deiner Überraschungsparty gekommen ist. Was für eine Überraschungsparty? Zu der niemand gekommen ist. Ich hab's dir nicht gesagt. Um dich nicht zu kränken. Und? Na gut, was soll's. Notruf! Notruf! Kuchenmann! Ärger! Willkommen bei der außergewöhnlichen Beere. Kann ich Ihnen helfen? Marmelade in einem Donut? Wow, wie bist du darauf gekommen? Eigentlich meine Oma Erdbeermarmelade. Wie interessant. Erzähl mir mehr. Entschuldigung, ich bin allergisch gegen Donuts. Was ist es? Ich bin ein Genie! Ah!
Emily Erdbeer, du hast das Backstuben-Gewinnspiel gewonnen. Komm nach vorne und hol dir deinen Preis. Ich erinnere mich nicht, an einer Verlosung teilgenommen zu haben. Oh, was will denn eine kleine Maus? Raus mit dir! Das ist nicht fair! Also, mir reicht's für heute. Ich wusste, dass ich bei keinem Gewinnspiel mitgemacht habe. Ich war wohl die falsche Beere, aber ein toller Schnurrbart. Oh, vielen Dank, Schnurrschön. Die wichtigste Zutat ist Vertrauen. Alles Liebe, Oma Erdbeermarmelade. Siehst du? Ohne ihre Karte wäre ich total verloren. Oh, du hast doch den ganzen Tag herumgelegen. Wovon bist du denn so...